Du planst einen gemütlichen Fernseher oben mit einem Glas Wein daheim und was ist? Du hast keinen Korkenzieher. Ich zeige dir jetzt zwei einfache Lifehacks, wie du ohne Korkenzieher einen Zapfen aus einer Weinflasche rausbringst. Und zwar brauchen wir dazu ein Feuerzeug. Und dann ist wichtig, dass dir dort, wo die Flüssigkeit vom Wein aufhört und zwischen dem Korken ringsum die Wärme geben. Falls euch das jetzt ein bisschen zu lange gedauert hat, zeige ich euch einen Trick, wie man den Korken mit einem Schrauben und einem Schraubenzieher rausnehmen kann. Dazu nehmt ihr zuerst das hier weg mit einem Messer. Dann nehmt ihr eine Schraube, steckt sie ein bisschen rein. Und die ziehen einfach mit einem Schraubenzieher reindrehen. Schaut, dass wirklich die Schraube fast ganz drinnen ist. Dann nehmen wir eine Gabel. Geht so rein und die Gabel gegen oben drücken. Und die zweite Flasche ist auch offen. Falls euch das alles ein bisschen zu kompliziert ist, könnt ihr einfach mit der Gabel den Zapfen reinstossen. Noch ganz eine kleine Anmerkung, nehmt doch am liebsten eine Gabel, die etwas älter ist, weil es kann sein, dass sie ein bisschen verbogen wird. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Shoppi Tivoli.